Es ist des deutschen Volkes liebstes Hobby, das Graben, Säen, Unkrautzupfen, Harken und ansonsten wachsen und gedeihen lassen im Schrebergarten oder Luxuspark. Geistesfürsten und Bundeskanzler sind sich darin einig. Der Gartenmikrokosmos bietet die Harmonie mit sich selbst und der Umwelt, die die böse Außenwelt sonst nicht recht zulässt. Und so ist denn auch das Image des deutschen Gärtners konstruiert, das in den Fachgazetten gehegt und gepflegt wird. Innig, aber fröhlich lächelt der Gartenfreund Pflanze und Blume zu. Ironie, so meinen die Vertreter dieser grünen Ideologie, ist nicht statthaft. Man lebt im Frieden mit sich und der Natur. Die Redaktion des Grünen Clubs hat diesem Gartenfrieden nicht recht getraut. Ihr schien, man solle das Hobby nicht zur Weltanschauung erheben. Information und Glosse sollten sich in den Sendungen die Waage halten. Und deshalb hat der Grüne Club den Zeichner Toni Munzlinger gebeten, zu praktischen Ratschlägen heitere Bildkommentare zu geben. Er liebt die freundlich düsteren Scherze. Toni Munzlinger, der nicht nur Satiriker ist, sondern auch ernsthafter Maler und Radierer. Wie manch anderer Prominenter ist er ein nach Köln verschlagenes Kind der Eifel. Die Freuden des Gartens kennt er mehr aus der Distanz seines Hinterhofs und der verwitterten Hollywood-Schaukel. Von Hause aus sollte er Gemeindeherden hüten, aber er wurde Dolmetscher und arbeitete bei Fluggesellschaften, bis seine Schmunzelbücher ihn, seine rheinische Frau und zwei ebenfalls Totenköpfe zeichnende Kinder ernähren konnten. Zellerleut-Schnipsel hegt der Trickfilmer Toni wie Kunstgewerbler die Strohblumen. Und da er mit Liebe sät, kann er mit Freuden ernten. Er liebt seine Bleistifte wie andere Gartenfreunde ihren Rhabarber. Die deutschen Hinterhöfe droht er nun zu verlassen. Munzlingers Bleistifte sollen künftig in südlicheren Gefilden werken. Dann werden Italiens Fluren ihm statt Essigfrüchte Zitronen blühen lassen. Ein Zuschauer, einer unter einigen, schreibt, wo gibt es diese Möhrenkanone zu kaufen? Wie müssen Birnen und Äpfelsamen gestreut werden? Eine Zuschauerin, bisher habe ich meine Weisheit aus Lehrbüchern bezogen. Ihre Sendung hat mich eines anderen belehrt. Andere, wir spritzen unsere Bäume mit Pflanzenschutzmitteln. Ihr Zeichner Munzlinger hat wohl zu starkes Gift genommen. Und alle schreiben, machen Sie weiter so. Unsere Replik zu dieser, in diesem Falle positiven Kritik, wir machen weiter. Und Toni Munzlinger ist bereits an der Arbeit.